Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir beginnen mit der Arbeit in diesem Workshop. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Workshop 1. In diesem Workshop geht es um Zusammenarbeit von Stadtwerken und Kommunen und Stadtwerken und Wohnungswirtschaft. Wir haben zwei Vorträge, die uns in das Thema einführen bzw. uns Diskussionsstoff dazu geben. Wir haben eingeladen zu dieser Klimawerkstatt nicht mit dem Impetus, dass wir in diesen Workshops für Sie mal eben fertige Lösungen präsentieren und Sie dann damit nach Hause gehen und sagen, so jetzt haben wir mal gelernt und gehört, wie wir uns aufstellen zu Hause. Nein, es geht uns darum und darum werden wir gleich erleben, dass wir zwei sehr unterschiedliche Vorträge hören werden, mit einem Impuls auch die Diskussion hier in diesem Workshop zu initiieren. Und es wird dann Ihre und unsere Sache sein, daraus einen Bogen zu spannen, der dann auch produktiv werden kann. Wir haben uns dafür genügend Zeit gelassen. Wir haben 90 Minuten Zeit bei diesem Workshop. Wir haben ein bisschen später begonnen, also enden wir auch ein bisschen später. Das gibt die Zeit alle mal her. Sie haben heute Morgen schon hoffentlich feststellen können, dass wir den Diskurs insofern auch ernst nehmen, als dass wir die Zeit und den Freiraum dafür lassen. Das werden wir heute genauso tun. Wir werden beginnen gleich mit dem Vortrag von Frau Dr. Susanne Stark. Frau Dr. Stark leitet die energiewirtschaftlichen Projekte der Stadtwerke Düsseldorf. Und sie wird in ihrem Vortrag etwas vorstellen, nämlich einen Wärmeentwicklungsplan als strategisches Tool. Und dort hat sie, und das geht ja gar nicht anders, weil es um den fast, wenn ich das richtig gelernt habe, fast kompletten Wohnungsbestand oder Gebäudebestand Düsseldorfs geht, natürlich mit der Kommune zusammengearbeitet. Wir werden nur für die Methode nach jedem Vortrag ungefähr 15, maximal 20 Minuten Zeit lassen für eine erste Diskussion dieses Vortrags, für Fragen und Diskussionsbeiträge, steigen dann mit dem zweiten ein und dann dort eine Diskussion. Wir haben am Ende aber auch noch Zeit, um eine Diskussion über das gesamte Thema und über das Verbindende oder weitere Fragestellungen aufwerfen zu können. Für uns als Klimadiskurs NRW ist es wichtig, um unsere Motivation nochmal zu beschreiben, am Ende dieser Workshops auch zu verstehen, wo Anforderungen an uns, wo Fragen an uns offen sind oder neu gestellt werden können, die wir mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Mitgliedern, mit unseren Kooperationspartnern und denen, die sich beteiligen lassen wollen, weiter aufwerfen können. Insofern ist auch das eine sehr offene Situation für uns und aus den Veranstaltungen, den Diskursen, die wir organisieren, versuchen wir, die real vorhandenen Fragestellungen zu destillieren, in denen wir dann gemeinsam weiterarbeiten können. Soweit nur zu unserer Motivationslage. Ich werde Sie versuchen, durch diese 90 Minuten zu bringen, moderierend, und nehme mich da stark zurück. Im Prinzip werde ich derjenige sein, der Ihre Wortmeldungen entgegennimmt und dann darum kümmern, dass nicht alle gleichzeitig reden. Aber da habe ich eh keine Sorge. Frau Dr. Stark, wenn ich Sie bitten dürfte. Ja, herzlichen Dank, Herr Akas. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier unsere Wärmeentwicklungsplanung vorstellen zu dürfen. Ich bin damit vor etlichen Monaten beauftragt worden und anhand einer Mitarbeiterin habe ich jetzt festgestellt, dass es schon etliche Jahre sind, mit denen ich mich da beschäftige. Sie ist nämlich in der Einarbeitung ganz intensiv dabei gewesen und hat dann ein Kind bekommen und ist jetzt wieder zurückgekommen und konnte quasi nahtlos einsteigen in die Vollendung dieses Wärmeatlases und Wärmeentwicklungsplans. Also es ist ein sehr, sehr großes Projekt gewesen, wesentlich größer, als wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Insofern ist es vielleicht interessant, auch für andere, die sich so einer Thematik nähern wollen, ja, welche Tücken damit auch verbunden sind, aber auch welche Erkenntnisse man daraus ziehen kann. Ganz kurz möchte ich Ihnen etwas über den Wärmemarkt allgemein vorstellen. Normalerweise ist es bekannt, aber die eine oder andere Sache ist vielleicht auch neu. Um dann eben ausführlich in das Thema Wärmeentwicklungsplanung einzusteigen. Der Wärmeentwicklungsplan besteht bei uns aus einem Wärmeatlas. Das ist tatsächlich ein
richtiger Atlas mit einem Geoinformationssystem unterlegt, dann eine Ausbaustrategie, die wir mithilfe des Wärmeatlases eben auch aufsetzen konnten. Dazu gehört wiederum ein Wirtschaftlichkeitstool, das mit diesem Wärmeatlas verbunden ist. Und daraus kann man eben dann recht schöne Erkenntnisse ziehen. Ja, Eulen nach Athen, aber es ist manchmal ganz hilfreich, sich nochmal vor Augen zu führen. Wir haben einerseits dezentrale Heizungsanlagen, also leitungsgebunden wie Gasleitungen und Gasheizungen. Dann haben wir die ganzen dezentralen Heizungsanlagen, die nicht leitungsgebunden sind. Pellet, Öl, Strom, Wärmepumpe. Und dann haben wir eben die zentrale Wärmeerzeugung, leitungsgebunden Fernwärme. Und dann gibt es ja noch so ein paar dazwischen, wie Wärmenetze, Arealnetze etc. Es macht einfach deutlich, wie komplex das Thema ist und es ist eben nicht immer klar, worüber man spricht. Klar ist, dass Gas und Fernwärme in Düsseldorf in vielen Bereichen in Konkurrenz tatsächlich stehen. Obwohl wir es beides betreiben, haben wir da interne Kannibalisierungseffekte. Wenn wir den einen von dem einen zum anderen bringen, schaden wir uns in jedem Falle. Aber das sind die Fakten, um die es einfach geht. Es gibt nur sehr, sehr wenige Gebiete in Düsseldorf, in denen ausschließlich Fernwärme liegt. Meistens handelt es sich um eine Doppelverlegung. Der Düsseldorfer Fernwärmemarkt setzt sich wie folgt auf zusammen. Da muss man immer ein bisschen gucken, ob man auf Gebäude oder ob man auf Wärme schaut. Wir schauen jetzt hier auf Wärme. Das heißt, der Markt besteht zu ca. 65% aus Gas. Da muss man noch mal ganz genau hingucken, nämlich Gasetage oder Gaszentralheizung. Macht natürlich einen Riesenunterschied auch für die Umstellungsfreudigkeit, die uns jetzt interessiert. Wir haben Fernwärme derzeit 17%, Tendenz steigend. Unbekannt nennen wir das deswegen, weil wir es nicht genau wissen. Überwiegend sind es Ölheizungen, aber es können sich dahinter natürlich auch Pelletheizungen oder eben die ganzen anderen Heizungen außer Strom, das kennen wir wiederum, weil wir da die Rechnungen schreiben. Alle anderen Dinge kennen wir nicht, deswegen heißt diese Kategorie Öl und deswegen heißt die Kategorie unbekannt, umfasst aber überwiegend die Ölheizungen. Nochmal ein Blick auf den gesamten Wärmebedarf und den Wärmemarkt. Wie setzt er sich zusammen? Ich fange mal oben an bei der blauen Linie. Das sind die Gasheizungen. Unten abgetragen auf der X-Achse sind die Jahre. Also über die Jahre hinweg hat Gas sich eine Vormachtstellung erkämpft und die hält sie auch fleißig ein. Das heißt, um die 50% liegt der Gasanteil. Deutlich sinkend, aber wie man hier schon sieht, langsamer sinkend als bisher sind die Ölheizungen. Dieser Trend ist bis heute anhaltend. Die Ölpreise sind viel zu niedrig, um da weiter drastische Abnahmen zu verursachen. Dann haben wir die Fernwärme steigend, aber auch langsam nur steigend mit der grünen Linie. Dann haben wir so eine hellblaue, die sieht man gar nicht mehr, das sind Kohleheizungen. Dann haben wir eine aufsteigende Linie, das heißt Sonstiges. Das sind überwiegend die Pelletheizung und Wärmepumpenheizungen. Die kommen eben jetzt von unten langsam rauf, aber dauert eben auch noch ein bisschen. Wenn man sich es aber nochmal für den Neubau ansieht, ist es, finde ich, ganz interessant. Nach wie vor führend das Erdgas, gefolgt von Wärmepumpen und Fernwärme, fast gleich auf. Und dann eben Holzpelletanlagen darunter und die anderen Heizungsarten im Neubau praktisch marginalisiert und nicht mehr vorkommend. So, also das ist der Trend, wie er sich dann eben in 50, 30 Jahren, wissen wir dann, wie sich der Heizungsmarkt eben dann zusammensetzen wird. Ja, was sind unsere Ziele dabei bei dem ganzen Spiel? Erstens, bei uns ist Fernwärme eine CO2-arme Wärmeversorgung. Warum sage ich das? Wir haben ein Gasturbinenkraftwerk mit einer extrem niedrigen CO2-Emission. Das ist nicht Gott gegeben bei der Fernwärme, leider nicht. Also das heißt, KWK muss man sich eben auch ganz genau angucken, aber in Düsseldorf ist es eben ein Gaskraftwerk. Unser Ziel ist, alle umstellungswilligen Ölkunden auf die Fernwärme umzustellen. Also wir haben eine klare Fernwärmevorzugsstrategie. Dort, wo Fernwärmenetz liegt und oder erreichbar ist, soll Fernwärme auch verlegt werden. Insgesamt brauchen wir die Fernwärme, um das Kraftwerk zu stützen, also um die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerks zu stützen. Der Strommarkt gibt das momentan nicht her, aber in KWK-Kopplung
ist das Kraftwerk wirtschaftlich, aber dafür muss gewährleistet sein, dass der jetzige Absatz mindestens gehalten und ein bisschen ausgebaut wird. Bei einem sinkenden Wärmemarkt, den wir alle wollen, heißt es, dass wir kräftig ausbauen müssen, um diesen Wärmeabsatz auch zu halten und vor allen Dingen jetzt auch über die Zeit zu halten, in der der Strommarkt einfach so schlechte Laufzeiten des Kraftwerks nur generiert. Ja, jetzt gehen wir ins Detail der Wärmeentwicklungsplanung. Hintergrund, warum hat sich unser Unternehmen dazu entschieden, auch wirklich so einen so ein großes Projekt zu starten? Das liegt an der Lauswart, an dem Kraftwerksblock Fortuna. Wir haben ein niegelnagelneues Kraftwerk, es geht im 2016 ans Netz, hat einen Wirkungsgrad stromseitig allein von über 61%, Gesamtwirkungsgrad von 95%, knapp 600 MW elektrisch und 300 MW Wärme, thermisch. Wir ermöglichen damit tatsächlich eine wettbewerbsfähige Wärmeversorgung für Düsseldorf, aber wir sind eben auch darauf angewiesen, dass die Wärme auch vertrieben wird. Der Wärmeatlas, ich habe es vorhin kurz erwähnt, besteht aus zwei Teilen im Wesentlichen, dem Wärmeatlas und dem Wärmeplan. Der Wärmeatlas ist wirklich eine Bestandsaufnahme. Wir hatten das Glück, vorher ein paar Unternehmen zu fragen, die sich an so etwas herangewagt haben und auch ein sehr gutes Beratungsinstitut zu haben, BEI, ehemals jetzt IPAM-Institut, die auch die Potenzialstudie für Nordrhein-Westfalen erstellt haben. Also die haben wirklich Ahnung von Potenzialstudien und von dem ganzen Hintergrundwissen. Wir haben dann einige Stadtwerke besucht, die das eben ähnlich gemacht hatten und sind eben auf ein paar grundsätzliche Probleme gestoßen, die wir gleich am Anfang dann eliminiert haben. Dadurch hat es sich aber sehr, sehr lang hingezogen, aber ist, glaube ich, jetzt umso qualitätsvoller. Das eine Problem ist das Thema der Aktualisierung. Das heißt, der Gebäudebestand gerade in Düsseldorf ändert sich sehr, sehr rasch. Das heißt, die Bestandsaufnahme, die ich heute habe, ist in einem halben Jahr eigentlich nicht mehr so zu halten. Natürlich gibt es große Trends, das dauert eine Weile, aber uns war es wichtig, ein tatsächlich pflegbares Tool zu haben. Und das haben wir tatsächlich auch erst jetzt seit 2 Monaten im Haus. Wir können jetzt unseren Wärmeatlas tatsächlich pflegen. Das zweite Problem, was andere Stadtwerke gehabt haben, sie haben 2006 oder 2007 angefangen, da gab es noch kein Unbundling. Das heißt, sie haben zusammen mit Netzdaten den Wärmeatlas gefüllt, die sie heute nicht mehr verwenden dürfen. Das heißt, wir haben von Anfang an eine Unbundling-konforme Variante aufgelegt. Das heißt zum Beispiel, unser Gasnetz ist hier eingespielt, aber nur bis zu einem Stand von 2008 oder 2007, wo die Unbundling-Richtlinien dann eben in Kraft gekommen sind. Das heißt, wir haben eine absolut saubere Datengrundlage, die wir auch selber fortsetzen können. Wir haben die Kenntnisse aller Gebäude und aller Wärmeträger. Und zwar eben in der Kategorie unbekannt, nicht ganz genau, weil das wissen wir einfach nicht, ob jemand Öl oder Pellets hat, aber ansonsten wissen wir sehr, sehr viel. Wir wissen auch, wir gehen auch zum Beispiel davon aus, selbst wenn ein Gaskunde nicht mehr von uns versorgt wird, gehen wir davon aus, dass wenn er 2007, also vorm Unbundling, durch Gas versorgt worden ist, das wahrscheinlich auch heute noch macht. Das heißt, wir haben ein paar Unsicherheiten und Unschärfen drinnen, aber ich glaube, bei 110.000 Gebäuden haben wir da inzwischen eine sehr große Sicherheit. Wir haben alle Erschließungs- und Neubaugebiete in Düsseldorf uns von der Stadt, von den frei zugänglichen Informationen, holen wir uns die und pflegen sie auch. Das ist gerade in Düsseldorf nicht ganz so einfach. Ich dachte auch, B-Plan ist B-Plan, aber natürlich weiß man, es ändert sich permanent. Der Investor springt ab, es kommt ein neuer dazu, es ändert sich. Und diese ganze Entwicklung bilden wir ab, weil es ein großer Teil unseres Marktes einfach ist, die Neubaugebiete. Der Wärmeentwicklungsplan, der ist dann eben sehr stark Methode und da werden dann eben auch strategische Entscheidungen getroffen und eben auch Untersuchungen dann gemacht, was lohnt sich nicht. Grundsätzlich gehen wir davon aus, wir möchten Erschließungscluster bilden, das heißt wir nehmen Straßenzüge zusammen und möchten die dann eben in eine Umsetzung bringen. Wir haben automatische Berechnungsverfahren, die sich aus dem GSA, also aus diesem GIS-Tool, speisen und aus denen wir dann die Wirtschaftlichkeitsrechnung ableiten. Wir haben dann eben ein Wirtschaftlichkeitstool, was wir auch über mehrere Jahre zusammen mit dem Vertrieb, mit den Netzen zusammen entwickelt haben,
Das ist inzwischen, glaube ich, in der über 20. Version, weil es relativ komplex ist, um das abzubilden, was tatsächlich die Preisbildung in der Fernwärme auch abbildet. Da ist natürlich auch das Kraftwerk mit beteiligt, das ist quasi der Lieferant der Wärme, dann eben die Netze, die die Kosten verursachen und der Vertrieb, der das Geld wieder reinholen sollte, wenn es gut geht. Wie sieht der Wärmeatlas aus? Wir haben praktisch 3, 4 Datenquellen. Das eine sind eben allgemeine Gebäudedaten, die man schlichtweg kaufen kann. Wir haben die Bedarfsdaten, die wir überwiegend selber haben oder nach Typologien errechnet haben, aber dann eben auf der Grundlage von Düsseldorfer Daten. Also da, wo wir es nicht wissen, bei einem Ölgebäude wissen wir es nicht, wie viel es verbraucht, nehmen wir praktisch ein gleichwertiges Gebäude aus Düsseldorf und rechnen das um. Und wir haben eben Tarifinformationen und können daraus eben doch eine ganze Menge ableiten. Dann haben wir Zusatzinformationen wie Gebäudealter, Neubaugebiet, Bestands- und Verdichtungsgebiete. Und wir haben einen ganz, ganz zentralen Punkt, das ist die Anschlusschance. Das ist mit dem Vertrieb eben abgestimmte Zahlen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit rechnet ihr, dass ihr dieses Haus bekommt? Weil das entscheidet maßgeblich über die Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens. Des Weiteren haben wir eben Netzinformationen überwiegend Fernwärmenetz, das unterliegt nicht dem Unbundling. Und einer der wichtigsten Daten, die auch extrem schwer war zu verifizieren, war die Mitversorgung. Komme ich aber gleich dazu, gibt es ein Bild dazu. Wir haben einerseits dann eben ganz simpel von jedem Haus erhoben, wie wird es beheizt. Das heißt, welche Energieträger sind eben für dieses eine Haus jetzt relevant? Des Weiteren haben wir den Wärmebedarf in Klassen erhoben. Grün sind die eben mit dem geringsten Wärmebedarf, rot sind die mit dem höchsten Wärmebedarf. Und da sieht man eben schon, in der Gegend ist jetzt eben ein relativ überschaubarer Wärmebedarf, wo man sich dann fragen muss, lohnt es sich dahin, mit einer weiteren leitungsgebundenen Energie dorthin zu gehen. Um dieser Frage genauer nachzugehen, muss man erstmal Folgendes wissen eben von den Häusern, und das war tatsächlich methodisch die größte Herausforderung. Es gibt in Düsseldorf 110.000 Gebäude, davon sind 70.000 Gebäude, sind tatsächlich direkt versorgt, werden ca. 40.000 fremdversorgt werden, also mitversorgt werden. Und man muss diese Struktur genau kennen, sonst kann man keine Daten, die man hat auf der Verbrauchsseite, richtig einordnen. Also das heißt, ich muss wissen, wie der Verbund aussieht, damit ich den bekannten Bedarf überhaupt bewerten kann. Und hier sieht man in dunkelbraun alle Gebäude, die praktisch die hauptversorgten Gebäude sind, und hellbraun alle die, die mitversorgt werden. Meistens ist es so, dass es durch das Gebäude davor erfolgt, aber nicht immer. Das heißt, man muss wirklich die Verbünde herausfinden. Und da hatten wir zum Beispiel festgestellt, eine extrem hohe Fehlerquote drin zu haben, die wir über mehrere, ja fast also Monate tatsächlich dann mit den Netzen etc. nach und nach ausgemerzt haben. Aber das ist eben eines der Hauptprobleme, warum im Grunde genommen mit echten Verbrauchsdaten nur gearbeitet werden kann, wenn man genau diese Arbeit macht. Ansonsten arbeitet man immer mit Typologiewerten, wo man aber eben nie den tatsächlichen Sanierungszustand des Hauses kennt. Da wird dann eben gesagt, ein Haus von 1940 ist in der Regel so und so, man weiß aber nicht, ob saniert ist oder nicht, und das macht natürlich den absoluten Unterschied aus. Und es gibt meiner Kenntnis nach bislang keine sauberen Kataster über sanierte Gebäude und nicht sanierte Gebäude. Das heißt, je länger die Zeit fortschreitet, desto weniger kann man eigentlich mit den Typologien anfangen bei den älteren Gebäuden, die ja eigentlich die spannenderen sind, weil alle anderen fallen ja unter irgendeine NF, das heißt, man weiß es ungefähr. Ja, wie gehen wir dann weiter vor? Die Methode, die im Grunde genommen eben auch weitgehend von IFAM entwickelt worden ist, ist einfach relativ einfach, Linien zu bilden. Das heißt, wir schauen uns nicht nur das einzelne Gebäude an, sondern wir schauen uns den Wärmeverbrauch an einer Straße an. Und zwar zwischen Straßenecke und Straßenecke, weil das eben auch genau die Trasse ist, die man gegebenenfalls verlegen würde. Und man schaut eben, wie viel Wärme hängt an dieser Trasse. Und dann schaut man, lohnt es sich für diese Gesamtwärme, diese Trasse zu verlegen. Und dann sieht man meistens noch, da sind ein, zwei Gebäude, die einen besonders hohen Wärmebedarf haben. Und am besten hat man die schon als Kunden auch verhaftet, sagen wir es mal so, beziehungsweise eben gewonnen. Und bevor man diese Trasse legt, das ist halt, also hier geht es tatsächlich um ein strategisches Instrument
zur Trassenplanung und zur, als Hilfe für den Vertrieb. So sehen dann diese Wärmelinien aus. Auch hier wieder grün sind relativ geringe Wärmeliniendichten, rot sind hohe Wärmeliniendichten. Wir haben uns ja auch dran beteiligt an dem, haben uns beteiligt an dem Wettbewerb Modellkommune NRW. Da ist dieses System auch zugrunde gelegt worden und wir konnten damit relativ, also wir haben das auch mit Hilfe dieser Modellkommune entwickelt, dieses Instrument bis zur Reife, um dann aber eben tatsächlich leider auf den letzten Schritten festzustellen, dass selbst die hohen Fördermittel nicht ausreichen, um in dem Gebiet, das wir untersucht haben, tatsächlich einen Gewinn bringt und auch mit einem vertretbaren Aufwand tatsächlich diese Leitungen zu verlegen. Hier sieht man jetzt nochmal ganz konkret, wie das dann aussieht. Wir haben lila das Fernwärmenetz und wir haben eben die wunderbare Möglichkeit, alle Neubaugebiete abzubilden. Hier ganz simpel, hellblau sind die Wohnbaugebiete, etwas lachsfarben sehen Sie die Gewerbegebiete. Und da sieht man eben auch schon gleich, wie weit sie weg sind vom Netz. Und das können wir jetzt einfach praktisch serienmäßig auswerten. Wir brauchen nur noch den B-Plan halbwegs gerade gezogen zu kennen, zu wissen, wie viele Gebäude kommen dahin, wie viele Verteilleitungen sind innerhalb des Gebietes notwendig und können sehr, sehr schnell ausrechnen, ob sich das lohnt oder nicht. Ja, hier sieht man es nochmal in einer kleinen Vergrößerung. Das ist genau auch das Gebiet der Modellregion gewesen. Da bauen wir dann praktisch in unsere Planungen die Gebäude rein und können dann praktisch simulieren. Und das ist eben das normale GIS-System, über das die Netze alle verfügen. Die würden uns erschlagen, wenn wir anfangen würden, solche Gebäude da reinzuzeichnen, die es noch nicht gibt, die vielleicht in 20 Jahren erst gebaut werden oder in 5 oder in 2 Jahren, sondern die bilden ja immer nur den absoluten Ist-Stand ab und wir haben praktisch jetzt ein Planungstool. Und zwar in der AG und eben nicht mehr nur in den Netzen, wie es bisher war. So sieht dann ein Ausbaucluster aus. Also da geht man dann eben durch diese roten, durch die roten Linien im Grunde genommen durch, zieht alle Häuser raus, die da dranhängen, versieht es mit einer Anschlusschance und guckt, ob es lohnt oder nicht. Und das geht dann, wenn es einmal fertig ist, ja praktisch in Minuten, wenn die Grundlage einmal stimmt. Noch ein Wort zu unserer Erschließungsstrategie. Wir unterscheiden zwischen Bestandserschließung, Neubauerschließung und Verdichtung. Die Verdichtung ist klar, am bestehenden Fernwärmenetz gibt es immer noch Gebäude, die nicht angeschlossen sind und die wir natürlich besonders gerne hätten, weil es einfach mit den geringsten Kosten auch verbunden ist. Wir haben die Neubauerschließung, das sind komplett neue Gebiete, die neu gebaut werden. Und wir haben die Bestandserschließung, da müssen wir eben neue Verteilnetze legen, aber gehen in den Gebäudebestand. Und das sind eben unsere Potenziale. Wie läuft es dann ab? Also ich habe das mal so als Trichter bezeichnet. Wir müssen eben von hinten sehr viel reinstecken aus dem Bestand, aus den Neubauten und aus der Verdichtung. Das sind unsere Potenziale, wie man ganz links sieht. Dann geht es durch ein Raster und durch Filter und da bleibt sehr, sehr viel hängen. Und hängen bleiben eben. Die Anschlusschancen sind zu gering, also es gibt einfach, zum Beispiel haben wir alle Gasetagen und alle Stromheizungen mit der Anschlusschance 0 versehen. Das heißt nicht, dass man davon kein einziges Gebäude bekommt, aber im Moment rechnen wir nicht damit, weil eben es dazu führt, das sind einfach die Erfahrungen unseres Vertriebs, das gesamte Haus muss aufgerissen werden und es passiert in der Regel nicht, natürlich in Einzelfällen, aber wir können nicht darauf bauen. So, dann fehlt einfach bei dem einen oder anderen die Wirtschaftlichkeit. Oder es kommt zu zeitlichen Verzögerungen, das heißt, wir kommen nicht so schnell dahinterher auf, beziehungsweise die Zeiträume passen einfach nicht zusammen. Das ist ja schon eine relativ langfristige Geschichte. Investitionsmittel fehlen. Wir sind im Moment dabei, ein großes Kraftwerk zu bauen. Im Moment haben wir noch nicht kein Fernwärmeprojekt aus fehlenden Finanzmitteln, Investitionsmitteln nicht gemacht. Aber man wundert sich eben auch, man muss eben den Neubaugebieten auch absolut hinterherlaufen. Das heißt, wir sind zum Beispiel in diesem Jahr, geben wir doppelt so viel Geld für die Fernwärme aus als geplant. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht planen können, sondern dass plötzlich eben Neubaugebiete doch schneller gehen, als man gedacht hatte oder sich eben in großen alten Beständen Möglichkeiten ergeben. Und dann gibt es halt nur die Frage, take it or leave it. Also einmal in 15 Jahren oder in 20 Jahren kann man dieses Gebäude dann anschließen und da muss man sich jetzt entscheiden und da gibt es auch nichts zu diskutieren.
Und dann gibt es eben noch die operativen Umsetzungsschwierigkeiten. Wir haben zum Beispiel jetzt ein paar Netzenden, die einfach die Hydraulik nicht mehr bringen. Das heißt, wenn man dort was Größeres anschließen wollte, müsste man da auch wirklich nochmal mit ordentlicher Pumpenleistung arbeiten. Wer weiß, was solche Pumpen kostet, weiß, dass damit eigentlich wieder jedes Projekt, was an so einem Ende hängt, nicht mehr realistisch ist. Und deswegen gibt es dann einfach nochmal ganz handfeste Probleme zum Schluss. Nur einmal, was wir jetzt inzwischen machen, wir ziehen das eben raus, dann gibt es eine Clusternummer, Beschreibung Neubau, Verteilnetzlänge, Hausanschlusslänge, Wärmebedarf und zum Schluss gibt es eben Clusterergebnis. Das ist jetzt hier ein beliebiges Beispiel, hier sieht es jetzt eben negativ aus, wobei minus 10.000, da kann man nochmal gucken, aber da gibt es eben Beispiele, die einfach deutlich schlechter sind oder eben deutlich besser und dann weiß man sofort und wie gesagt, es läuft automatisiert im Grunde genommen dann ab, sobald man das Cluster dann eben in diesen GSH eingearbeitet hat. Das ist dann unser endgültiger Plan. Hier sind alle Potenziale drauf zu sehen und eben unsere aktuellen Projekte und Ausbauprojekte. Und da kann man dann eben beliebig sich dran abarbeiten und das eben weiterentwickeln. Was wir dann noch gemacht haben, auch das ist jetzt einfach so ein bisschen anonymisiert, das sind dann die Jahresplanungen, die wir daraus ziehen. Das heißt, die blauen Linien sind unsere aktuellen Projekte, die tatsächlich schon in der Bearbeitung sind. Davon, die reichen eben zum Teil bis in das Jahr 2020. Und darüber sind eben, wir haben bestimmte Ziele, die wir erreichen wollen und die dann eben aus den anderen Potenzialtöpfen eben noch gedeckt werden müssen. Also hier sieht man dann eben, was hier noch zu tun ist und das kann man eben jetzt auch sehr, sehr schnell permanent vorlegen und da muss man sich nicht wundern, also allein jetzt zum Beispiel 2019, da ist ein großes Projekt geplant, es kann sein, dass es sich hier um 2 Jahre verschiebt und schon ist da praktisch die ganze Planung, sowohl die finanzielle Planung als auch die Planung der Ergebnisse im Grunde genommen in Frage gestellt. Und mit diesen Instrumentalien haben wir zumindest jetzt immer einen absolut guten Blick auf die Realität und sehen, was sich da gerade abspielt. Ja, damit bin ich schon am Ende. Unser Fazit, unsere GOD-Kraftwerk ermöglicht uns eine günstige und klimaschonende Wärmeproduktion und Wärmebereitstellung. Der Wärmemarkt ist heiß umkämpft mittlerweile. Wir haben die notwendigen Planungssysteme entwickelt, um den Fernwärmeausbau eben effizient voranzutreiben. Potenziale, Wirtschaftlichkeit und Erschließbarkeit sind weitgehend bekannt. Und Langfristplanungen sind jetzt eben ebenso möglich wie die Reaktion auf sich kurzfristig ergebende Opportunitäten, und das kommt im Fernwärme und im Wärmemarkt sehr, sehr oft vor, öfter als es uns allen lieb ist. Das sind die Realitäten. Ja, herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Stark. Vielleicht bleiben Sie da oben und bitte schön, wenn Sie aufstehen würden und sich vorstellen würden und dann Herr Baus. Soll ich mit dem Mikro kommen? Vielleicht besser, ne? Ich habe auch mal geschlossen. Dieter Donner vom BUND. Ich habe eigentlich zunächst mal 2 Fragen. Erstens, haben Sie in dem Projekt auch mit der Haus und Grund zusammengearbeitet? Also die ja praktisch nicht die Wohnungswirtschaft der Unternehmen vertritt, sondern die einzelnen Grundstücks- oder Hauseigentümer. Und zum Zweiten, wie sieht es zurzeit bei der SPD mit der Förderung von dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen aus? Oder mit dem Angang, die Versorgung mit Fernwärme eben durch eine Versorgung mit Nahwärme zu ergänzen? Frau Dr. Stark, vielleicht sammeln wir 2, 3 Fragen, wenn es Ihnen recht ist. Und dann Herr Baus. Ja, Heinz Baus, ich habe eine Frage, Frau Stark, und zwar, Sie haben ja deutlich gemacht, dass für das Gaskraftwerk Lauswart, muss ich mal wissen, zunächst mal sollte das ja ein Kohlekraftwerk, nach meinen Informationen, sein und es ist dann ein Gaskraftwerk geworden und Gaskraftwerke sind ja für die Energiewende vor dem Hintergrund erhöhter Flexibilität wichtig. Welche Rolle hat dabei oder haben dabei Gedanken gespielt, auch Speicher einzusetzen? Also Speicher beim Gaskraftwerk oder vielleicht können Sie das erläutern.
Wollen Sie diese beiden Fragen beantworten, dann machen wir gleich weiter. Ja, wir haben einen großen Wärmespeicher jetzt in der Planung und im Bau. Also das heißt, das ist ein absolutes Muss im Grunde genommen inzwischen in der Wärmeversorgung, einfach um, das Schwierige ist ja, dass tatsächlich das Kraftwerk nicht in der Weise läuft, wie es für uns günstig wäre. Also Stunden, mit denen man eben vor Jahren noch kalkuliert hat, von 3.000 bis 4.000 Stunden, gehören lange der Vergangenheit an. Das heißt, man muss praktisch damit rechnen, dass auch in Zeiten, wo Wärme gebraucht wird, natürlich eben auch im Sommer, wir haben ja auch zahlreiche Gebiete, wo die Wasserversorgung, also die Warmwasserbereitung daran hängt, schlichtweg das Kraftwerk nicht läuft. Und da hilft es eben, einen Speicher zu haben, der zumindest über 24 Stunden praktisch auch bei nicht mehr laufendem Kraftwerk die Wärmebereinstellung dann eben noch aus der Kraft-Wärme-Kopplung generieren und garantieren kann. Insofern ist zum Beispiel dieses Thema erneuerbare Energien in der Fernwärmeversorgung, das wird auch ein Thema sein, womit wir uns noch nicht vertieft befasst haben, aber das kann ein Thema werden, weil eben beispielsweise im Sommer das Kraftwerk unter Umständen noch weniger läuft oder gar nicht läuft. Und dann ist natürlich hochinteressant, wenn man sogar dezentrale Einspeisung ins Fernwärmenetz hat. Das heißt, Fernwärme ist aus ökologischen Gesichtspunkten zumindest erstmal von der Infrastruktur her absolut geeignet, sozusagen auch erneuerbar zu werden. Ist es im Moment noch nicht besonders, muss man ganz klar sagen, aber hat das Potenzial dazu. Haus und Grund, da steht unser Vertrieb mit im permanenten Austausch. Die verfügen aber jetzt nicht über so Basisinformationen, die wir gebraucht haben. Also wir haben unsere gesamten Informationen entweder aus den eigenen Beständen oder dazu gekauft oder eben von der Stadt Düsseldorf. Das war jetzt im Grunde genommen die Datenquelle. Zum Thema Nahwärmenetze, Arealnetze. Wir planen und prüfen gerade 3 Arealnetze. Das heißt, da ist eine dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung. Das sind dann immer Orte, die zu weit weg vom Fernwärmenetz liegen. Grundsätzlich planen wir die aber auch so, dass es ans Fernwärmenetz jederzeit angeschlossen werden kann, also von den Dimensionen der Rohre her etc., weil wir im Grunde genommen schon auch die Erfahrung mit den Nahwärmenetzen haben, also die älter sind, haben nicht die Effizienz, die wir in der Fernwärme erreichen. Insofern bevorzugen wir grundsätzlich die Fernwärme und versuchen diese Netze dann auch zumindest so auszulegen, dass sie theoretisch ans Fernwärmenetz angeschlossen werden könnte. Wir planen und überlegen gerade eine Trasse zwischen der Lauswart und Garrard. Da haben wir auch ein eigenes Fernwärmenetz zu legen. Und da wurde zum Beispiel 2 der Gebiete, die wir derzeit als Arealnetze prüfen, dann tatsächlich auch als Fernwärmenetz angeschlossen werden können direkt. Aber das sind praktisch immer so die Detailuntersuchungen, wo man sich einfach irgendwann entscheiden muss. Also wir stehen dem Nahwärmenetz grundsätzlich positiv gegenüber, bevorzugen aber ganz klar die Fernwärme. Okay, danke schön. Ich habe jetzt 4 Wortmeldungen, sollen wir die sammeln? Ja. So. Ich habe da mal eine Informationsfrage. Wie finden denn überhaupt die Entscheidungen statt, wer den Zuschlag bekommt für ein Neubaugebiet, ob das jetzt über Fernwärme läuft oder über ein dezentrales System? Ich habe da keine Ahnung von, dass Sie das vielleicht noch mal kurz sagen. Ist das ein ausgeschriebener Wettbewerb oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Ingo Wagner, European Power Internationale Fernwärmeverband. Das ist ein beeindruckendes Planungstool, das Sie da haben, auf jeden Fall. Meine Frage ist, wie weit wollen Sie damit gehen? Also Sie sagen 17% Fernwärme momentan. Jetzt haben wir Städte wie Rotterdam oder Amsterdam, die sagen 40% bis 2040. Wir haben andere, die sagen 70% bis 2050. Aber was denken Sie, ist für Düsseldorf kosteneffizient am Ende? Brot, mein Name, Handwerkskammer Düsseldorf. In Düsseldorf ist es so, dass wir ein starkes Handwerk haben und dort gerade mit dem Masterplan Energiewende in Verhandlungen mit der Stadt sind. Das heißt, sie sind insofern abgeschlossen, als dass es durch die politischen Ausschüsse durch ist. Und die Stadt begrüßt das und beruhigt das Handwerk auch immer so ein Stück weit und sagt, das ist gar nicht so schlimm mit der Fernwärme und das geht schon alles. Ich weiß, dass Sie im Augenblick mit dem Handwerk in Düsseldorf gut fahren. Den Eindruck habe ich jedenfalls. Könnten Sie ausführen, was Sie da mit denen tun, die auch langfristig die Wertschöpfung rund um diesen Versorgungsbereich tun müssen?
also die dann arbeiten. Also, oder ne, die Alternative wäre ja, eine völlig vertikale Schiene über die gesamte Wertschöpfungskette aufzubauen. Aber vielleicht führen Sie einfach mal aus, warum Sie gerade mit dem Handwerk da auch auskömmlich unterwegs sind. Noch eine Frage, Frau Stark, oder Sie sagen, ist okay, alles klar. Ja, Mert Thornberg von der Energieversorgung Oberhausen. Wirklich sehr, sehr interessant, auch daraus abgeleitet eben eine Fernwärmestrategie. Interessant und bemerkenswert fand ich, dass Sie auch einen nennenswerten Anteil im Neubau gesehen haben, wo der Neubau nach ENEF-Standard und in den nächsten Jahren ja nach allgemeiner Einschätzung so wenig Wärmeverbrauch hat. Aber trotzdem ist ja eine Wärmeandienung dort erforderlich, alleine für die Warmwasserbereitung. Deswegen meine Frage, inwieweit führen oder fließen neue Technologien bei der Leitungsverlegung Kostenreduzierung ein, dass man Sekundär-Tertiärnetze aufbaut, um ein anderes Temperaturniveau zu fahren, in Kunststoff zu verlegen und nicht mehr in Stahl. Insofern, das muss ja bei der langfristigen Perspektive auch berücksichtigt werden. Das ist immer sehr, sehr schwierig, das abzubilden. Aber ohne diese Annahmen kommt man ja auch nicht weiter. Danke. So, jetzt habe ich noch eine Wortmeldung. Bitte schön. GOD, was Sie ursprünglich als Kohle, dann als GOD umgebaut, umgeplant haben, elektrisch größer als von der Wärmeseite. Wir haben heute Morgen ja über Regulation gesprochen und dass veränderte Rahmenbedingungen Ihnen das jetzt ein Stückchen schwerer gemacht haben, dass sich das Kraftwerk wirtschaftlich rechnet und jetzt hat Sie gucken müssen, was mache ich mit der Wärme eigentlich. Das kann ich individuell und betriebswirtschaftlich unbedingt nachvollziehen und sich genau solche Gedanken zu machen. Sie haben jetzt eine gegebene Menge Wärme, die Sie haben, die Sie irgendwo loswerden wollen, müssen, um das rechnerisch darstellen zu können. Die Nachfrageseite nach Wärme, Sie haben ja sehr detailliert die Gebäude sich angeguckt. Und Sie sagen, bei dem Gebäude lohnt es, bei dem lohnt es vielleicht nicht. Stichwort war eben Neubau. Die Frage ist, was mache ich denn zuerst? Gucke ich erstmal, was braucht das Gebäude an Wärme? Und was stecke ich in die Sanierung vielleicht rein, um weniger Wärmeabsatz zu haben? Oder sage ich, gegeben, x Kilowatt pro Quadratmeter, lohnt sich nicht. Es ist ein schwieriger Spagat, ich weiß das bei jeder Investitionsentscheidung, dass genauso ist. Ich denke, wenn wir in der Perspektive über Wärmeversorgung reden, müssen wir natürlich fragen, welches Gebäude braucht welche Wärme. Und nicht, ich habe Wärme und das Gebäude sollte gefälligst mal nehmen. So, ich gebe das jetzt erst einmal an Frau Dr. Stark, damit sie auch die Möglichkeit hat zu antworten. Wir haben am Anschluss des zweiten Vortrags dann die Möglichkeit, das insgesamt zu diskutieren. Deswegen merken Sie sich bitte, was Sie noch an Fragen hatten. Wir machen das dann anschließend. Bitte, Frau Dr. Stark. Okay, fangen wir vorne an. Zuschlag Fernwärme im Neubau. Wir haben ja die AVB Fernwärme, das ist einfach der gesetzliche Rahmen. Und danach gibt es am Anfang des Anschlusses eben genau zu dieser Situation freien Wettbewerb. Später nicht mehr, weil dann eben nicht mehr tatsächlich jeder Häuslebauer entscheiden kann, ob er an die Fernwärme rangeht oder nicht, sondern der Wettbewerb ist ab diesem Zeitpunkt im Grunde genommen eingeschränkt. Und da müssen wir uns schlichtweg durchsetzen. Da kann es von der Stadt im Grunde genommen Begleitung geben, aber im Grunde muss man sich da gegen Gas und andere Dinge durchsetzen, schlichtweg. Und das funktioniert auch in der Regel. Momentan eben auch gestützt dadurch, dass die Fernwärme in Düsseldorf einen Primärenergiefaktor von 0 hat im Innenstadtnetz und damit praktisch bei den Verordnungen für den Neubau eben praktisch die Anforderungen für die Erneuerbaren im Neubau erfüllt. Und das ist im Moment ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Und insofern ist es eben bei den Neubaugebieten leichter als im Altbau. Weil wir dort, da haben wir eigentlich eine gegenläufige Entwicklung oder etwas, was es uns auch tatsächlich schwerer macht, das ist die Mietrechtsänderungsnovelle. Die ist eben aus sehr verständlichen Gründen in der Weise verabschiedet worden, aber ich glaube nicht in aller Konsequenz durchdacht worden. Da hat man beschlossen, dass ein Mieter in einem Haus bei der Umstellung auf Contracting oder Fernwärme nicht mehr zahlen darf als vorher. Und da werden eben auch Dinge zugrunde gelegt, wie Wirkungsgrad einer alten Gasheizung, die unseres Erachtens eben eigentlich nicht so sind. Also das heißt, da wird mit Zahlen gerechnet, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Und dadurch haben wir es bei dieser Umstellung zum Teil extrem schwer.
Und das sind eben so die Rahmenbedingungen, in denen man sich da bewegt. Das Thema Ziel. Es gibt bei uns ein Ziel, das eben einen langsamen Anstieg darstellt, aber eben keinen besonders hohen Anstieg schlichtweg, weil wir einfach erstmal, um praktisch konstant zu bleiben, den wegbrechenden Wärmemarkt erstmal sozusagen kompensieren müssen. Wir haben mit der Handwerkerschaft in Düsseldorf absolut kein Problem im Grunde genommen, weil es sehr, sehr klar ist auch und wir da auch sehr, sehr klar sind. Man muss schon, aber wenn man mal ganz kritisch ist, auf die Dauer der Zeit hinterfragen, ob zwei leitungsgebundene Energien überall tatsächlich tragbar sind. Also ich habe das nur, ich habe da im Rahmen dieser Modellkommune zum Beispiel, haben wir wirklich überlegt, quasi wir verlegen neue Fernwärmeleitungen in Bestandsgebieten Gas und überlegen, ob wir gleichzeitig noch nicht abgeschriebene Gasleitungen mit rausreißen und ersetzen, weil das Teure ist eben nicht, um da auf die Frage zu kommen, die Leitung und ob das jetzt Kunststoff oder sonst was ist, das ist nicht das Problem. Das Problem ist gerade in einer Stadt wie Düsseldorf, sie dürfen vielleicht nur zwischen 9 und 16 Uhr überhaupt die Straße unpassierbar halten. Sie müssen da sehr, sehr schnell bauen, sehr effizient, sie müssen auf andere Dinge Rücksicht nehmen und das treibt die Kosten in die Höhe. Und tatsächlich dann eben solche Überlegungen anzustellen, wir reißen die Straße auf und damit wir sie nicht in 5 oder 10 Jahren wieder aufreißen, legen wir gleich noch eine neue Gasleitung mit rein. Das sind schon Kostentreiber, wo man sagt, also ist es praktisch auch zu Ende gedacht über die Jahrzehnte hinweg. Zwei leitungsgebundene Energieträger, die sich schlichtweg gegenseitig immer kannibalisieren werden, auch vom Leitungsbau her. Aber das sind dann auch wiederum Netzfragen. Das geht ja dann, da muss man sich ja auch klar machen, das zahlen ja auch wir alle. Also es ist ja nicht so, dass das unser Problem nur ist, sondern das ist ja dann tatsächlich über die Netzentgelte wird das ja umgelegt. Und da muss man eben auf Dauer ganz genau gucken, wohin will man da auch als Gesellschaft. Das ist, wird im Moment, das ist sicherlich kein Problem der nächsten Jahre, aber ich glaube schon, dass es ein Problem ist, was man irgendwann thematisieren sollte. Auch das Thema die Handwerkerschaft, da gab es jetzt auch eine ganz spannende Veranstaltung bei uns in der Turbinenhalle. Im Moment ist es so, dass die Fernwärmeausbauplanung bei uns im Unternehmen sehr stark auf unser Unternehmen eingegrenzt ist und nur sehr wenige Kooperationspartner da sind. Ich denke, das sind alles Dinge, die man über die Dauer der Zeit auch diskutieren kann und muss. Es ist aber klar, dass der Fernwärmeausbau eine sehr, sehr hohe Spezialisierung auch bedarf, um die Übergabestationen tatsächlich mit dem Netz in Einklang zu bringen. Also ich war jetzt gerade in Dänemark auf einer Exkursion. Da sind die so weit, dass die praktisch die Häuslebauer bestrafen, wenn sie zu warmes Wasser wieder abgeben, weil das der Effizienz des Fernwärmenetzes schadet. Und alleine das mal rauszufinden, welcher Häuslebauer zu viel Wärme wieder oder auch Gebäudenutzer schlichtweg, Gebäudeeigentümer zu viel Wärme wieder rausgibt, das ist bei uns technisch noch gar nicht vorgesehen. Also da merkt man, da ist noch sehr, sehr viel Spiel auch in dieser ganzen technischen Entwicklung. Sie hatten jetzt noch eine Sache, ach so, Wärme, das Thema Wärme und Sanierung. Im Moment ist es von, also wir haben jetzt im Moment wirklich nur den Ist-Zustand uns angeguckt und versuchen jetzt auch mal so ein bisschen rauszukriegen, wie liegt denn zum Beispiel die Sanierungsquote in Düsseldorf. Das ist zum Beispiel jetzt gerade so ein Nachfolgeprojekt, was ich jetzt gerade betreue, wobei das extrem hohe Schwierigkeiten macht. Das ist ja eigentlich auch logisch, weil ich weiß in einem Gebäude nicht, das jetzt einen abbrechenden Wärmebedarf hat, ist da gerade einer ausgezogen, war das ganze Haus, das ganze Jahr des Betrachtungszeitraums genutzt. Also praktisch, um Sanierungsfortschritte überhaupt angucken und beurteilen zu können, brauche ich ja schon sehr viele Jahre. Und da merke ich so, ist unsere Datenbasis so noch überhaupt nie aufbereitet worden, um genau so einer Fragestellung mal nachzugehen. Natürlich wissen wir, dass Sanierung Thema ist. Es ist jetzt aber, muss man einfach so sagen, jetzt nicht unser erstes Anliegen, aber was wir machen, zum Beispiel bei jeder Fernwärmeumstellung, den Heizungsabgleich, also wie nennt man das? Hydraulischer Abgleich, genau. Also solche Dinge gehören standardmäßig dazu. Aber die Frage, ob saniert wird oder nicht, ist ja dann wiederum eine absolute individuelle Entscheidung des Hauseigentümers. Und wir sind schon jetzt zum Beispiel auch mit den Wohnbaugesellschaften, wo viele dann eben zum Beispiel Gasetagenheizungen haben, sind wir jetzt dabei zu überlegen, ein Pilotprojekt zu starten mit Fernwärmeetagenheizungen. Also da gibt es jetzt scheinbar eine Technologie, die das eben ermöglicht,
wo man eben praktisch die vorhandene Infrastruktur ein bisschen nutzen kann und nicht komplett ein Zweileitersystem durchs Haus verlegen muss. Solche Dinge probieren wir dann aus und das ist natürlich dann in aller Sinne. Aber vorauszusehen, welches Haus wird jetzt saniert und lohnt es sich dann, das kann praktisch für uns natürlich bös enden, wenn wir quasi ein Haus anschließen, was kurz danach voll saniert wird. Aber da gehen wir davon aus, dass das die Hauseigentümer eben dann auch, die haben ja meistens auch begrenzte Mittel. Das heißt, sie entscheiden sich entweder für eine neue Heizung oder für eine Sanierung oder für beides gleichzeitig. Und das heißt, wenn sie es beides gleichzeitig machen, erfahren wir davon und dann stellen wir uns natürlich auch sofort auf die neuen Anschlusswerte ein. Also insofern sind wir da komplett immer im Boot, wenn es sich gleichzeitig ergibt. Wenn es hintereinander ergibt, dann haben wir halt Pech gehabt sozusagen. Aber das merken wir ja dann auch sofort. Also deswegen haben wir schon ein Interesse zu erfahren, was in den Gebäuden passiert. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Stark. Vielleicht kommen Sie jetzt zu uns runter. Und wir, wie gesagt, haben am Ende dann nochmal eine Gesamtdiskussionsrunde, wo wir Frau Dr. Stark auch nochmal gerne mit einbeziehen wollen. Etwas vorab, bevor wir zum zweiten Vortrag kommen, Sie fragen sich vielleicht, wie wir das eigentlich hinterher alles wieder auf den Schirm bekommen, was hier erzählt worden ist. Also, hier vorne sitzt unser Mitarbeiter Herr Voss, der protokolliert mit, der macht natürlich kein Wortprotokoll, wir haben ja hier keine Stenografen eingestellt, aber er protokolliert das, was diskutiert worden ist, inhaltlich mit. Wir werden das dann zusammen mit den beiden mit der Referentin, mit dem Referenten absprechen und auch schauen, was wir von dem, was es an Folien hier gibt, mit reinbringen können oder eine Überarbeitung, wie auch immer. Dazu werden wir dann eine Dokumentation erstellen, die wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung stellen. Das Ganze wird online da sein und Sie werden von uns mitgeteilt bekommen, sobald es online zum Download bereit ist. Ich sage Ihnen, dass wir uns bemühen, das in diesem Jahr noch hinzubekommen, aber ich verspreche es nicht. So, jetzt freue ich mich auf Herrn Alexander Dick. Herr Alexander Dick ist Geschäftsführer von EN, und das steht ja für Ennepe-Ruhr-Kreis, EN Wohnen GmbH. Und er wird jetzt aus seiner Sicht, Wohnungswirtschaftssicht, die Kooperation vorstellen bzw. seine Erfahrungen darlegen und auch mit konkreten Projekten darstellen. Dankeschön, Herr Dick, dass Sie da sind. So, die Technik steht. Hallo, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und ich möchte auch Dank ausrichten an Herrn Arkais für die Einladung, dass ich hier heute sprechen darf. Ich habe heute kein Patentrezept für Sie mitgebracht, aber ich hoffe, es gelingt mir heute, Sie mitzunehmen und vielleicht auch so ein bisschen vielleicht zu motivieren, auf die Wohnungswirtschaft zuzugehen. Es lohnt sich. Und mit dieser Frage wollte ich mich hier beschäftigen mit Ihnen gemeinsam. Stadtwerke in der Energiewende, und unser Workshop heißt ja Stadtwerke und Wohnungswirtschaft, da geht mehr. Ich bin derjenige, der mich kennt, und ich sehe hier ein bekanntes Gesicht aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Herr Dr. Drenk, von der EN-Agentur, weiß ganz klar, dass ich für offene Kooperationen und für neue Ideen immer brenne. Und an dieser Stelle möchte ich auch einiges Ihnen aus meiner Sicht weitergeben und in die Diskussion reingehen mit Ihnen gemeinsam. Wenn Sie jetzt heute vormittags hier waren, haben Sie gemerkt, dass sich nicht nur im Energiebereich, sondern in der Welt, in Europa, bei uns im Land, also in Deutschland, aber auch in Nordrhein-Westfalen, unheimlich viel verändert. Das ist eine Feststellung, die ist vielleicht für uns nicht neu, aber die Dynamik, die wir jetzt erfahren, in den Bereichen, wo wir mit unseren Geschäftsmodellen unterwegs sind, die überrascht einen oder den anderen. Und diese Dynamik wird noch stärker
seine Entfaltung sicherlich bei uns auch in der Region finden. Wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, müssen wir uns sicherlich erlauben, einige Fragen zu stellen. Und zwar, wie wollen wir in Zukunft wohnen? Welche Rolle spielt die regionale Entwicklung und woher kommt die Energie? Erlauben Sie mir bitte, mich ganz kurz vorzustellen. Herr Reis hat ja schon gesagt, ich bin Geschäftsführer der EN Wohnen GmbH. Das ist ein kommunales Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Ich bin seit 22 Jahren in der Wohnungswirtschaft schon unterwegs, davon 15 Jahre in leitender Position. Persönlich bin ich verheiratet, habe 3 Kinder und ich bin aber auch im Verband der Wohnungswirtschaft, im GdW, aber auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft als Mitglied des Verbandsrates engagiert. Wir vertreten da Interessen auf der Bundesebene von über 3.500 Wohnungsunternehmen, allein nur im GdW. Hier im Land, in Nordrhein-Westfalen, im VdW Rheinland-Westfalen, haben wir knapp 470 Unternehmen. Das ist meine Nebenbetätigung. Alles andere möchte ich darauf nicht eingehen. Die EN Wohnen GmbH ist ein kommunales Wohnungsunternehmen, ist am 15. August 1940 gegründet worden. Wir sind dieses Jahr 75 Jahre alt geworden. Unser Sitz ist in Schwelm. Unser Kerngeschäft ist Entwicklung, Bewirtschaftung, Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes. Wir haben uns auch im Zuge des Wandels umfirmiert. Wir sind nach dem Krieg direkt mit unserem Geschäftsmodell gestartet. Damals hieß es für uns nach dem Krieg Wohnungsbau, und zwar für erschwingliche Preise. Und man musste so schnell wie möglich Menschen unterbringen. Diese Philosophie leben wir heute immer noch, allerdings ein bisschen unter Berücksichtigung neuer Anforderungen. Unsere Gesellschaft ist zum größten Teil der Ennepe-Ruhr-Kreis. Es sind aber auch von den 9 Gemeinden, 4 Gemeinden mit vertreten und auch der Energieversorger, die AVU, ist auch bei uns mit einem geringen Anteil beteiligt. Ich habe heute die Zeitung aufgeschlagen und da möchte ich Sie vielleicht mal ganz kurz auch mit abholen. In Essen gab es ja gestern eine Preisverleihung mit unserem Bundespräsidenten und die Klimaforscher sind da ja ausgezeichnet worden. Ein Satz ist mir heute so ein bisschen hängen geblieben. Es wird eine massive Kritik geübt. Wir bewegen uns oder wir sind also auf einem Steinzeitniveau. Wenn ich jetzt die Veranstaltung heute vormittags vor Augen mir führe, dann kann ich diesen Satz nicht bestätigen. Wir sind schon viel weiter als auf einem Steinzeitniveau, aber und dieses Aber hat etwas in sich. Wir haben noch massiven Nachholbedarf, beziehungsweise wir stehen am Anfang einer Innovationswelle und das spüren wir auch. Das haben Sie heute Vormittag gespürt. Also ich habe hier in der Energiewirtschaft gewisse Ängste zumindest im Raum gefühlt. Und diese Ängste sind auch berechtigt, denn die alten Geschäftsmodelle, die verändern sich. Die sind nicht mehr zentralisiert, werden immer dezentraler. Und die Frage ist, wie stellt man sich für die Zukunft auf und wie bleibt man in dem Markt, in der Region weiterhin bestehen? Die Frau Dr. Stark hat ja für mich hier eine wunderbare Vorlage schon geliefert, Fernwärme in Düsseldorf. Das geht, ja, aber im Ennepe-Ruhr-Kreis wird es schwierig, denn wir haben eine ganz andere topografische Lage. Da wird es wieder etwas kleinteiliger. Trotzdem, es wird schwierig, aber es ist nicht hoffnungslos. Man muss in diesem Bereich forschen, man muss nach Lösungen suchen. Und da ist die zentrale Frage, wie kriegt man so ein Nahwärmenetz technisch raffiniert umgesetzt, dass diese topografischen Gegebenheiten ausgeglichen werden. Das war allgemein zur Einführung. Ansonsten die Rolle kommunaler Wohnungsunternehmen im Energieprojekt. Sie erinnern sich, wir brauchen keine Atomkraftwerke. Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. Heute wirkt diese Winzerei aus den 80er Jahren vollkommen überholt. In den 80er Jahren haben wir noch darüber gelacht. Der Atomausstieg ist längst beschlossene Sache. Die Energiewende zeigt seine Wirkung daran.
Und dass es überhaupt uns gelingt, diese Energiewende vor Ort umzusetzen, tragen die kommunalen Unternehmen, und dazu gehören die Stadtwerke, dazu gehören die Wohnungsunternehmen, einen erheblichen Anteil bei. Mit 25,8% lag der Überstromanteil im vergangenen Jahr genau im Planungssoll der Bundesregierung. Bis 2020 soll dieser Anteil auf 35% ansteigen. Das wird an uns vor Ort nicht vorbeigehen, das spüren wir jetzt schon. Und wir entwickeln dann auch neue Ideen und setzen auch diese entsprechend um. Ganz kurz vielleicht mal zu dem Elbe-Ruhr-Kreis. Neben der Energiewende gibt es noch ein paar andere Sachen, die die Energiewirtschaft, aber auch die Wohnungswirtschaft beschäftigen. Der Elbe-Ruhr-Kreis schrumpft. Und das ist eigentlich in der Fläche, sind also die meisten Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland sind vom Schrumpfungsprozess betroffen. Wir haben natürlich schwere Städte, Düsseldorf gehört dazu, München gehört dazu, aber wir schrumpfen, wir werden weniger, das ist Punkt 1. Allein schon diese Schrumpfung stellt uns, die Wohnungswirtschaft, aber auch die Energiewirtschaft, vor neuen Herausforderungen. Neben, also vielleicht mal einen Blick in die Vergangenheit noch einmal. Wie hat sich überhaupt die Bevölkerungszahl im Elbe-Ruhr-Kreis entwickelt? Wenn wir jetzt in den Blick in die 80er Jahre wagen, da waren rund 350.000 Menschen im Elbe-Ruhr-Kreis vertreten. Bis 2009 hatten wir 333.000. Wir gehen jetzt auf 300.000. Das ist eine Entwicklung, die geht an uns, also an der Wohnungswirtschaft nicht vorbei, denn wir müssen Häuser abreißen, nicht nur neu bauen, wir müssen natürlich neu bauen, wir müssen sanieren, aber in einem Markt, der ständig einem Schrumpfungsprozess unterliegt, ist es schwierig, auch neue Investitionen zu tätigen. Trotzdem, wenn man in Zukunft attraktiv bleiben möchte, das haben wir heute Vormittag auch gehört, muss man auch die Möglichkeit haben, zu investieren und zu entwickeln und sich dazu behaupten. Also wir werden weniger, Punkt 1. Punkt 2 ist, was heute noch gar nicht angesprochen wurde, wir werden auch älter. Wir werden auch älter und dieser Einfluss, der demografische Einfluss, der geht an uns nicht vorbei. In der Wohnungswirtschaft, aber auch in der Energiewirtschaft. Neben der Energiewende. Erlauben Sie mir bitte, Sie ganz kurz mal abzuholen, wie sieht das im Wohnungsmarkt überhaupt aus? Wir haben heute Vormittag gehört, es gibt eine Sanierungsrate von 0,8% auf der Bundesebene. Es ist eine Halbwahrheit. Eine Halbwahrheit, denn wenn man das einfach so pauschal sagt, das trifft zwar zu, aber da muss man ganz genau hinter die Kulissen schauen. Der Markt in Deutschland sieht so aus, und ich muss auf eine Sache hinweisen, dieser Markt, in Europa werden wir beneidet, dass die Zustände bei uns so sind, wie die hier abgebildet sind. Wir haben rund 20% in der Wohnungswirtschaft, die Sie kennen vor Ort, also in Form von Wohnungsunternehmen, des Wohnungsbestandes, die da gehalten werden. Das sind Genossenschaften, das sind kommunale Wohnungsunternehmen, öffentliche Wohnungsunternehmen, privatwirtschaftliche, professionell engagierte Betriebe und Kirchen und Erbgemeinschaften. Das ist der Wohnungsbestand der professionellen Wohnungswirtschaft, rund 20% auf der Bundesebene. Das kann man aber auch auf den Elbe-Ruhr-Kreis genauso abbilden. Die anderen 80%, die werden aufgeteilt durch einerseits 43% bei den Selbstnutzern und die anderen 37%, das sind so private Kleinanbieter und Amateurvermieter, die haben dann halt eine Wohnung und zwei Wohnungen. Wenn wir jetzt über die Wohnungswirtschaft sprechen, wird häufig bei den Analysen alles in einen Topf gepackt, aber nicht detailliert hingeschaut. Wenn Sie mir erlauben, jetzt nochmal zu der Sanierungsquote zu kommen, die 20% der Unternehmen, die jetzt professionell in Form von Genossenschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen bei uns ihre Tätigkeit ausüben, die haben eine Sanierungsquote, die ist weit von über 8%. Sie müssen aber wissen, dass diese 0,8%, die heute Vormittags genannt wurden,
die Struktur des Marktes verwässert das alles. Unser Wohnungsbestand von den Unternehmen, die jetzt im GdW-Verband organisiert sind, das ist schon zu 90% durchmodernisiert und energetisch angepackt worden. Und da frage ich mich, was kann man dann noch an Gesetzen draufpacken? Kriegt man da tatsächlich die Wohnungswirtschaft noch weiter geschoben? Nein, das Problem ist irgendwo anders. Das Problem liegt in den übrigen 80%. Wie hole ich jetzt die Selbstnutzer, wie hole ich die Kleinvermieter? Das sind die Rahmenbedingungen, die auf der Seite des Gesetzgebers zumindest noch eine Korrektur und eine stärkere Förderung über Steuerrecht bedürfen. Das ist der Wohnungsmarkt. Und dieser Wohnungsmarkt, der bildet sich auf regionaler Ebene im Ennepe-Ruhr-Kreis als Beispiel genauso auch wieder. Im Ruhrkreis haben wir 16 Wohnungsunternehmen mit knapp 20.000 Wohnungen und das ist genau ein Drittel des Wohnungsbestandes, den wir verwalten. Wir sind aber ein zuverlässiger Partner, nicht nur für die Politik, sondern auch für die Energieversorger vor Ort. Man kann mit uns sprechen, man kann mit uns Projekte in die Wege leiten. Die anderen Gruppen, das ist immer schwieriger, weil es immer kleinteilig ist. Das kam ja auch im Vortrag von Frau Dr. Stark durch. Das muss man wissen, wenn man jetzt nach Kooperationen und wenn man sagt, sucht und wenn man sagt, da geht mehr zwischen Stadtwerke und Wohnungswirtschaft. Stadtwerke und Wohnungswirtschaft, da geht mehr. Wir sagen dazu als Wohnungsunternehmen des Kreises, ja, bitte. Wir wollen nach allen Möglichkeiten zumindest alle Fragen stellen, was die Versorgung angeht, was die Aufrüstung, Modernisierung, was Neubau angeht. Aber wir wollen dabei keine Kirchtürme setzen, wir wollen keine unbezahlbaren Maßnahmen umsetzen, sondern unser Bestreben ist, dass wir nachhaltig das alles wirtschaftlich gemeinsam lösen. Wir investieren für unsere Größenordnung schon sehr, sehr viel Geld in die Region. Da sind in den letzten 4 Jahren schon über 22 geflossen. Also im nächsten Jahr wird noch der Rest fließen. Und zwar insgesamt werden das 27,5 Millionen Euro sein. Das ist auf unser Bestand. Wir haben rund 1700 Objekte im Streubesitz, von einem Umkreis von 80 Kilometern. Das ist schon sehr, sehr viel Geld. Und dieses Geld wird investiert in die Entwicklung der Gebäude. Denn die Menschen, die bei uns leben, die fragen schon nach dem Energieverbrauch, nach den Dämmwerten und die wollen eigentlich auch keine Atomkraft vor der Tür haben, die wollen keinen Atommüll vor der Tür haben, die wollen auch keine, ja, riesige Windräder direkt vor der Tür haben. Also das ist schon eine, wenn man jetzt manchmal anhört, was das für ein Wunschkonzert ist, denkt man häufig, das ist nicht realisierbar. Nein, es ist realisierbar. Man muss aber gemeinsam mit den Energiespezialisten, gemeinsam mit den Spezialisten aus Wohnungswirtschaft nach nachhaltigen Lösungen suchen. Was ist los auf dem Energiemarkt? Jetzt aus meiner Sicht, Handelsblatt hat letztes Jahr berichtet, verkehrte Welt an der Strombörse. Sie kommen aus der Energiewirtschaft, Sie wissen, dass die Strompreise ständig fallen. Auf anderer Seite, ein Drittel des Stromes ist schon grün, wird gesagt. Und es ist eine ganz aktuelle Mitteilung, die ist vor ein paar Tagen erschienen. Und der Vorstand von RWE zeigt auch, zumindest ich habe das jetzt für mich, weil ich jetzt keine andere Quelle hatte, den Preis hier rausgenommen, dass für eine Megawattstunde, wenn ich das richtig sehe, 29,35 Cent bezahlt werden. Das sind Preise, die fallen. Bei den 15% der Verbraucher, die 15% des Strom verbrauchen, kommt von diesen Entwicklungen, die jetzt in der Börse passieren, nur wenig an. Wobei eine ganz frische Zeile, Verbraucherzahlen weniger für Strom, wurde jetzt auch vor ein paar Tagen im Handelsblatt veröffentlicht. Da ist eine gewisse Tendenz wieder zu erkennen.
Auf anderer Seite schreibt auch die Presse, gibt es bei dieser Energiewende nur Verlierer. Nein, bei dieser Energiewende sicherlich gibt es nicht nur Verlierer, denn ich weiß es nicht, ob Sie so einen warmen November schon mal erlebt haben. Ich habe gefühlt, das noch nicht so erlebt. Im November 16 bis 19 Grad, und zwar zu Abendstunden. Also Verlierer, wenn es uns nie gelingt, für die Zukunft vernünftige Konzepte zu entwickeln, die auf die regenerative, auf erneuerbare Energien, also die Geschäftskonzepte setzen, dann werden wir sicherlich Verlierer haben. Aber jetzt, wenn man jetzt nur die letzten oder das letzte Jahr oder dieses Jahr betrachtet und sagt, ja, die Solarbranche hat dieses Jahr massiv gelitten, ja, es gibt da ein paar Veränderungen, die Windenergiebranche hat auch massiv durch die durch Fortschreibung des Gesetzes dieses Jahr zumindest seine Rekorde nicht mehr wiederholt. Gewerbetreibende, die zahlen immer weniger für Strom und das schon seit vielen, vielen Jahren. Da gibt es nicht nur Verlierer. Und ich hoffe, dass es uns in der Region gelingt, gemeinsam Konzepte zu entwickeln, die diese veränderte Welt, die sehr kompliziert und bunt geworden ist, zu gestalten und auch unsere Geschäftsmodelle da umzusetzen. Sind Sie fit für die Zukunft? Was verbindet die Stadtwerke und die Wohnungswirtschaft in der Energiewende? Der eine Punkt ist, wir sind in der Region der starke Partner. Damit meine ich jetzt die Energie, also die Stadtwerke vor Ort, schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Wobei die Anforderungen haben sich natürlich jetzt komplett gedreht. Also die Wohnungswirtschaft ist auch ein starker Partner, regional, wenn es jetzt kommunal ist und wenn es jetzt in der Genossenschaft ist. Und zwar die anderen 20%, die ich Ihnen auch am Eingang aufgezeigt habe. Gibt es bei Ihnen in der Region gemeinsam Projekte, die bereits auf kommunaler Ebene umgesetzt worden sind? Diese Frage können Sie am besten beantworten. Ich bin froh, dass wir bei uns in der Region zusammen mit der AVU, zusammen mit der EN-Agentur und zusammen auch mit der Wohnungswirtschaft und auch mit der Stadtwerke Witten nach solchen Konzepten ständig suchen. Für einige ist es sicherlich bekannt, dass wir auch die Energieeffizienzregion in der Ruhrkreis vor rund 5 Jahren ausgerufen haben. Da geht es um dieses Thema und da werden alle Beteiligten an Tisch geholt, auch in unterschiedlichen Werkstätten. Und da wird auf lokaler Ebene gedacht und gehandelt. Und da gibt es auch schon Erfolgserlebnisse und diese Erfolgsgeschichte geht weiter. Das Bild jetzt mit der Anzeige des Ministeriums ist jetzt im Augenblick so, dass die Energiewende 230.000 Jobs schafft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Bild in den nächsten 10 Jahren sich komplett verändern wird. Wir werden da viel, viel mehr Jobs haben, weil es auch dezentraler wird und komplizierter wird. Und diese Chance müsste man erkennen, auf der wohnungswirtschaftlichen Seite, aber auch auf der Seite der Stadtwerke, damit uns da zumindest gewisse Chancen nicht weglaufen. Ist die Energiewende zu einem regionalen Innovationsmotor geworden? Das ist die Frage, die ich auch an Sie stellen möchte. Oder brauchen wir demnächst mehr Kerzen? Wenn es uns nicht gelingt, auf regionaler Ebene Innovationen voranzutreiben, dann kann man sicherlich, und das sage ich jetzt auch bewusst überspitzt, mehr Kerzen rausholen, zumindest für die bisherigen Geschäftsmodelle, weil die werden keinen Bestand haben, egal wie stark man sich da hält. Was machen Sie im Technologiewandel? Sind Sie im Innovationsteam der lokalen Energie- und Wohnungswirtschaft? Ist die lokale Energiewende eine Chefsache? Ich sehe das persönlich also als Chefsache an und ich freue mich, dass auch meine Geschäftsführerkollegen aus anderen Branchen in meinem Bürokreis das auch zur Chefsache machen.
Denn es ist nicht nur eine Belastung, hier reden wir über die Zukunft, hier reden wir über neue Möglichkeiten, hier reden wir über die zukünftigen Geschäftsmodelle. Deswegen muss das eine Chefsache sein, und zwar im Detail, in der Tiefe und nicht grob und ein Job für Assistenz. Wie sieht Ihr Geschäftsmodell der Zukunft aus? Welche gemeinsamen Projekte können grundsätzlich in Frage kommen? Ich habe hier vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen, Energie aus Abfall soll Stromnetz sichern. Hört sich so ein bisschen kurios an, aber hier hat sich die Industrie zusammengeschlossen und die alten Autobatteries die bauen jetzt zu einem Speicherwerk auf und wollen da zumindest gewisse Spitzen damit abfangen. Das Netzwerk steht. Jetzt steht, jetzt kann man darüber reden, jetzt kommt man da nicht mehr rein. Es soll jetzt nur als Beispiel dienen. Also solche Netzwerke brauchen wir auf regionaler Ebene mit Energiewirtschaft und Wohnungswirtschaft, dass wir auch lokal Sachen umsetzen und uns wirklich die Fragen stellen und da auch vielleicht aus Abfall nicht nur Gas produzieren, sondern auch zur Stromnetzsicherung beitragen. Was trägt zum gemeinsamen Erfolg bei? Müssen die Partner bei der Energiewende gegenseitig profitieren? Ich sage ganz klar ja, ansonsten werden wir da keinen gemeinsamen Erfolg haben. Wenn es nur einseitig passiert, das wird vielleicht auf einem Projekt eine Spur hinterlassen, das wird aber lokal, nicht die notwendige und die erforderliche Wende bringen. Deswegen mein Appell ist an die Partner, dass da auf gegenseitigen Profit, würde ich sagen, geachtet wird, dass jeder was davon hat. Es ist stets wichtig, auf die Balance zu achten. Man darf die Partner an der Stelle nicht überfordern, weder die Energiepartner noch die Wohnungswirtschaft. Ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe zielführend, ich habe das heute Vormittag schon gehört, dass das auch eingefordert wird, es kann nichts Besseres passieren, wenn die Partner auf Augenhöhe miteinander sprechen, denn da kriegt man gemeinsam dann die entsprechende Energie. Ich habe hier auch noch ein Bild aus Berlin abgebildet. Das ist der Vorstand der Genossenschaft, der hier ist. Der hat im Jahr 2010 mit kommunalem Energieversorgungsunternehmen ein Konzept mit Blockheizwerken realisiert unter der Überschrift Mein Haus, meine Wohnung, dein Blockheizwerk. Ist das vielleicht ein Ansatz, um lokal weiterzukommen? Ansonsten, was machen wir als Wohnungsunternehmen jetzt gemeinsam mit der Energiewirtschaft? Wir sehen zu, dass wir unsere Dächer, die früher nur zur Dachentwässerung und zum Schutz des Hauses gedient haben, jetzt auch als Energiekraftwerke einsetzen. Wir haben bei uns auch in der Region eine Bürgerenergiegenossenschaft, die sich gegründet hat. Da ist auch der Energieversorgungsunternehmen beteiligt und wir auch. Und wir setzen da gemeinsam Projekte durch. Es ist zwar dieses Jahr aufgrund der gesetzlichen Lage schwieriger geworden, aber das ist alles nicht hoffnungslos, es wird weiter. Wir können da schon auf eine Erfolgsgeschichte zurückschauen. Allein wir haben in unserem Wohnungsbestand, und wir waren das erste Wohnungsunternehmen in meinem Bürokreis, die damit angefangen hat, über 11 Standorte mit knapp 20 Anlagen schon realisiert. Und da wird schon ein erheblicher Anteil an Energie aus der Sonne gewonnen. Wir wollen mit kleinen Schritten große Wirkung erreichen. Wir bauen bei uns im Wohnungsbestand natürlich auch effiziente Heizungsanlagen. Wir gehen weg vom Öl. Wir würden gerne mehr Nahwärme machen. Das gestaltet sich aber sehr, sehr kompliziert aufgrund der topografischen Lage. Wir haben vor einigen Jahren in Schwelm, also unsere Partnergenossenschaft, hat ein Nahwärmekonzept umgesetzt. Das ist aufgrund der mangelnden Planung nicht so gut gelaufen, wie wir es uns erhofft haben. Aber vielleicht ist da noch in Zukunft mehr drin. Es ist aber unheimlich schwierig, wirklich Spezialisten in der Planung da zu finden, die
Topografien beherrschen und ganze Siedlungen da mit gewissen Nahwärmeversorgung dann die Energielieferung sichern. Wir dämmen nicht so, wie uns das die Industrie vorschreibt. Denn das ist ein Irrweg, das, was uns die Industrie da vorschreibt. Wir haben da auch schon eine breite Erfahrung auf der GdW-Ebene. Und das, was wirklich kostenmäßig und von der Energieeffizienz nötig ist, das setzen wir um. Das sind einmal die Dämmung der Dachgeschossdecke, die Kellerdecke und vielleicht auch bis zu 8 cm Wärmedämmung, die wir haben, bereits in 80er Jahren und 90er Jahren eingebaut. Dabei bleiben wir, werden keine 20 draufsetzen, weil das ist ein wirtschaftlicher Unsinn und von der Energieeffizienz kommt da kaum etwas noch dabei rum. Wir setzen vielmehr auf die Technik und auf eine vernünftige Dämmung. Lösungen statt Rekorde habe ich hier geschrieben. So, an der Seite mit regionalen Partnern. AVU habe ich ja schon heute genannt, die Energiegenossenschaft aus Wetter, die im gesamten Kreis die Anlagen aufbaut. Die hat sich darauf spezialisiert. Die hat auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit der AVU. Und wir sind auf dieses Projekt stolz, dass da jetzt auch schon in der Region Strom erzeugt wird zu Energiewende entsprechender Beitrag geleistet wird. Ja. Energiewende lokaler Art. Viele Kommunen vollziehen derzeit ganz eigene, ganz lokale Art der Energiewende. Ich habe versucht, Ihnen jetzt gerade aus dem Wendeprobokreis aus unserer Sicht das zu schildern. Ich habe für Sie keine Patentlösung mitgebracht. Das ist aber auch nicht der Ansatz gewesen, wie Herr Akais das auch schon vorher genannt hat. Aber ich hoffe, also bei der Wohnungswirtschaft werde ich nicht müde zu appellieren auf die Energiewirtschaft entsprechend auf lokaler Ebene, was die Energiewende angeht, ständig zuzugehen. Und ich hoffe, dass Sie heute ein paar Impulse auch mitnehmen und Ihre starke Beziehungen, denn wir haben ja schon sehr starke Beziehungen, was die konservative Energieversorgungsart und Verträge angeht, das hat sich ja schon alles sehr etabliert und sehr gefestigt. Trotzdem dürfen wir dabei die Zukunft nicht vergessen und lassen Sie uns das gemeinsam anpacken. Ein letztes Bild, nichts erst einmal mit der Stadtwerke zu tun, aber das hat mich schon überrascht, was die RWE macht. Vielleicht kennen Sie diese Werbung. Da steht drinnen, neue Heizung für 0 Euro. Wenn man da ganz genau hinschaut, die möchten Energie verkaufen, die suchen nach Verträgen. Die bieten aber komplette Heizungsanlagen, wo die Wohnungswirtschaft, wo der einzelne Eigentümer, wo der nicht professionelle Vermieter unter Umständen dieses Angebot auch sehr verlockend findet. Wir als Wohnungsunternehmen haben die Kompetenz, die effizienten Heizungssteuerungen einzubauen. Aber vielleicht ist das eine Idee auch auf kommunaler Ebene. Wobei für 0 Euro Heizung, also was nichts kostet, ist eigentlich auch nichts wert. Ich möchte auch damit jetzt meinen kurzen Vortrag beenden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles, alles Gute Ihnen beim Gelingen der Energiewende, vor allem vor Ort. Und vielleicht werden wir uns an einer oder anderen Stelle nochmal sehen und treffen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dick. Ich eröffne ganz unkompliziert die Fragerunde und die Diskussionsrunde und sagen, wir haben jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde, bis wir dann zur Pause gehen. Bitte schön, Herr Ledor. Ich komme nach zu Ihnen mit dem Mikro. Ich wollte nur eine kurze Anmerkung, oder ich sage nur kurz meinen Namen. Götz Reinhard Lederer, BUND.
Ich wollte nur eine kurze Anmerkung zu Ihrer letzten Bemerkung machen. Diese neue Art von Heizung, die das RWE jetzt verkauft, diese Wärmepumpe, die hatte zwei Nachteile. Nummer eins, wenn Sie die so betreiben, dass Sie die Wärme dann aus der Luft nehmen, dann sind die normalerweise absolut ineffektiv. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, auch wenn die Wärmepumpe funktioniert, dann wird sie immer genau in dem Moment Probleme machen, wenn wir einen Engpass in der Energieversorgung haben. Und das bedeutet, im Grunde genommen ist das dann keine tolle Heizung, sondern eine Unterstützung für die Braunkohleindustrie. So, weitere Beiträge, Fragen? Ja? Ja, nochmal Dieter Donner für den BND. Meine Frage wäre, Sie haben ja am Anfang sehr gut dargestellt, dass Sie als professionelle Wohnungsunternehmen, als eines der professionellen Wohnungsunternehmen insgesamt 20% der Wohnungen praktisch repräsentieren. So, wenn Sie jetzt mit den Stadtwerken gut zusammenarbeiten, auch in Bezug auf Nahwärme und auf Blockheizkraftwerke, wie kann daraus für die einzelnen privaten Wohnungseigentümer daraus, ich sag mal, ein Impuls entstehen, dass die sich auch dazu entschließen? Möglicherweise sagen die ja was ganz anderes. Ja, das ist ein öffentliches Unternehmen, die kriegen sowieso Vergünstigungen von den gemeinsam mit den Stadtwerken und dann können die da schön mit denen mauscheln. Aber was bringt mir das als privater Eigentümer? Wie kann man da einen Impuls setzen, damit also die 80% eben auch in diese Richtung anspringen? Dürfte ich vielleicht diese zweite Frage und dann die erste Frage auch sofort beantworten? Natürlich, gerne. Wenn ich jetzt Ihre Ausführungen richtig verstanden habe und die Schlussfolgerung so wäre, wie Sie jetzt geschildert haben, dann läuft da was schief. Denn in der Zusammenarbeit zwischen diesen zwei starken Partnern vor Ort muss viel mehr kommen als irgendeine Mauschelei. Darum geht es überhaupt nicht. Und das darf auch so nicht irgendwie auch einen Anschein erwecken. Denn da muss man sofort überprüfen, was läuft falsch. Aber zu Ihrer Frage, wie kriegt man die Ergebnisse, die Erfahrungen weiter kommuniziert und weitergegeben? Da braucht man ein Beraterteam und wir vor Ort bei uns, die AVU ist da sehr gut aufgestellt mit einem Beraterteam vor Ort. Wir beschäftigen selbst bei uns im Haus einen Energieberater und wir werden nicht müde, auch wenn es in gewissen industriellen Widersprüchen ab und zu es schmeckt der Industrie ab und zu nicht, aber wir werden da nicht müde, tatsächliche Werte aufzuzeigen. Was ist tatsächlich für eine Heizung erforderlich für ein Haus und welche Dämmmaßnahmen? Und darüber muss man konkret sprechen und über diese Beispiele muss man transparent auch aufklären. Und man muss offen sein, wir laden auch jeden ein, mit uns zu sprechen, auch die privaten Eigentümer, die dürfen jederzeit bei der AVU anrufen, die dürfen aber auch auf uns zukommen. Wobei bei uns müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Kapazitäten da nicht überziehen. Da ist aber auch die EN-Agentur am Boot, der Herr Dr. Dreng, der heute hier auch anwesend ist, der ist für die Kommunikation, der ist für die Evaluierung, der ist für die Beispiele, die jetzt dann vor Ort umgesetzt werden, verantwortlich, dass es auch vor Ort auch transparent weitergegeben wird. An guten Erfahrungen, aber auch an schlechten Erfahrungen. Wenn wir feststellen, wir haben mit einem Projekt, mit einer Maßnahme nicht die Wirkung erreicht, dann reden wir auch darüber. Weil die Frage ist, was müssen wir daraus lernen? Und diese Atmosphäre herrscht jetzt in meinem Kreis zumindest, da wo ich unterwegs bin. Es gibt aber auch Widerstände, ja, aus nachvollziehbaren Gründen. Das ist jetzt die erste Frage. Die zweite Frage war ja wegen der Wärmepumpe. Diese Thematik beobachten wir sehr, sehr intensiv.
Es macht keinen Sinn, da viel zu hohe Stromkosten zu produzieren, und im Mietwohnungsbau ist das sowieso sehr, also die Technik ist noch nicht ausgereift. Wobei es gibt Modelle, wo auch die Stromkosten massiv reduziert werden. Es ist aber noch nicht in der Praxis in einem Mehrfamilienhaus umgesetzt, und vielleicht kommt das demnächst. Da muss man genau hinschauen. Also die Wärmepumpe ist sicherlich für ein Familienhaus, für zwei Familienhaus eine Lösung, wo man dann direkten Einfluss hat. Für Mehrfamilienhäuser, da muss ich noch technisch was tun. Danke. Ja, Ralf Wortmann, ich habe eigentlich keine Frage, sondern wollte vielleicht mal in die Diskussion einsteigen. Da sind jetzt so einige Dinge, die mir jetzt gerade aufgestiegen sind. Also ich bin Inhaber eines Ingenieurbüros, Wortmann und Scherer aus Bochum, und so ein bisschen weiß ich, wovon ich rede. Es sind meiner Meinung nach, Sie hatten, da bin ich sehr dankbar drum, eine Grafik vom GdW, wo dann mal die Verteilung des Wohnungseigentums in Deutschland dargestellt wird. Und da stellt man eben fest, 17 Millionen Einfamilienhäuser, also letztlich nur 20% des Wohnungsbestandes sind sozusagen, ich sage das mal, wahrscheinlich professioneller verwaltet. Nicht immer, nicht alle Wohnungsbaugesellschaften machen das sehr professionell, aber viele, viele. Und manche machen es auf eine Art und Weise, wo einfach ein Cashflow, wir kennen das aus der Presse, mehr im Vordergrund steht. Und andere, also Wohnungsunternehmen, die aus der Region kommen, die man eben als nicht Heuschrecken bezeichnen sollte vielleicht, die gehen da etwas professionell ran, aber sind auf eine langfristige Rendite und eigentlich darauf aus, auch dem Wohnungsmarkt einen sozialeren Charakter zu geben, um das mal so auszudrücken. Und jetzt geht es eigentlich darum, doch für unsere Energiewende, wie wollen wir das hinbekommen, die Energiewende im Wohnungsmarkt, also ein Drittel Energie für die Wärme, wie wollen wir das schaffen? Und da geht es eigentlich darum, wie wir es am Anfang heute Morgen gehört haben, wir haben einen Markt heute Morgen besprochen, der geht eigentlich in den Strommarkt, das heißt die reine Energieerzeugung. Es gab Anklänge davon, dass es darum ging, dass man die Nachfrageseite der Energie, also nicht die Erzeugungsseite, die energieeffiziente Erzeugung ist ein Thema, aber die Nachfrageseite, nämlich Energieverbrauch, Wärme, wir haben es gerade von Frau Dr. Stark gehört, Wärme mit hineinzubringen. Und das ist kein homogener Markt. Und es geht eigentlich ja darum, wie man es zusammen managt. Wenn man das sich anguckt, den Vortrag von Frau Dr. Stark, jetzt nur mal auf Düsseldorf bezogen und dann nur mal die Fernwärmenetze zeigen es eigentlich. Da haben wir ja den Mix. Wir haben ein Kraftwerk, was eigentlich nur dann wirtschaftlich laufen kann, wenn ich 3.000, 4.000 Stunden im Jahr schaffe. Also jeder, der sich mit Energiewirtschaft auskennt, weiß das. Je mehr, desto besser. Und gleichzeitig muss man die Wärme unterkriegen, also KWK im größeren Stil. So, dass sich alles dezentralisieren wird, ist doch klar. Aber wie kriegen wir jetzt, und darum kam mein Vorredner, wie kriegen wir die anderen 80% rein? Ja, Entschuldigung, bestimmt nicht mit Fernwärme. So, glaube ich nicht. Also, glauben Sie? Entschuldigung. Ja? Okay, dann machen Sie das mal in Gebelsberg, in den Höhenlagen, in den Einfamilienhäusern. Nein, wir brauchen andere Anreize. Und die Blaupause von der Wohnungswirtschaft, die ich sagen will, kann aber nicht auf die anderen 80% übertragen werden, weil bei den 43% haben wir Einfamilienhäuser. Das heißt, wir haben private Menschen, die ursächlich privat, also alle anderen, die Mieter sind, sind ja auch privat, aber die haben ja keine Entscheidungshoheit über ihr Haus. Das machen die anderen. Also geht es doch darum, wie kommen wir hier weiter? Und dann mit einer Blaupause bestimmt nicht, sondern mit Anreizen. Und wie, es gab einen Vorredner heute Morgen, der sagte mal was von Steuern. Und der Herr Minister sagte auch sofort, wenn Sie fördern und so weiter mit 1% oder 0,75 bei der KfW, da können Sie ja niemanden mit dem Ofen herlocken. Da gibt's, das ist zu Ende. Da muss man also andere Mittel finden. Und jetzt komme ich mit einem Punkt, über den noch nicht gesprochen wurde, meiner Meinung nach, jedenfalls habe ich es nicht gehört, der ist, dass wir alle davon reden, dass die NF immer stärker wird und immer höher. Und irgendwann, als wenn es linear runterginge, immer noch mal 30, linear nicht, es sind immer noch 20-30% mehr. Und das wird dann auch ein asymptotischer Verlauf, wenn man lange genug wartet. Aber im Prinzip geht es darum, noch viel mehr kann man ja fast nicht mehr machen. Wenn man beim Passivhaus angelangt ist, dann ist auch mal gut.
Und da gibt es die Marktpartner gar nicht. Aber wie kommt man denn in so eine Richtung? Ja doch nur, wenn man auch mal darauf achtet, dass Förderungen dann, also an Krediten und auch an echten Förderungen, Tilgungsschulderlass und solche Dinge, die es ja von der KfW gibt, wenn die dann mal danach beurteilt werden, was ein Haus tatsächlich verbraucht. Und dann stelle ich jetzt mal die Frage, also ich weiß das selber, wir planen ja solche Gebäude, niemand will wissen, was ein Haus tatsächlich verbraucht. Es reicht völlig aus, dass wir es ausrechnen. Und jetzt mache ich das, mein eigenes Netz beschmutzen, wir rechnen ständig Häuser. Und ich sage Ihnen, ich weiß nicht genau, ob die auch alle das verbrauchen, was wir ausgerechnet haben. Aber das ist das VW-Modell, das ist erfolgreich. Genau, das ist da genau richtig, das ist original, das wollte ich jetzt gerade sagen, Sie haben mir vorweggegriffen, das VW-Modell. Jetzt kommt man doch tatsächlich darauf, ein Auto nicht auf dem Teststand, sondern im Betrieb zu testen. Und die Analogie zur Wohnungswirtschaft, oder nicht Wohnungswirtschaft, zum Gebäudebestand, die drängt sich ja auf. Wir machen alle momentan Testverbräuche. Wir rechnen und niemand guckt hin. Und unter dem Deckmantel des, Entschuldigung, aber es war mir einfach wichtig, weil wir wollen ja hier mal vorankommen und ich hoffe, dass ich mit so einem Beitrag das ein bisschen voranbringe, dass man mal Tacheles redet. Wir machen Shishi momentan ein wenig und wir müssen mal Tacheles machen. Und zwar mal wirklich gucken, was diese Mehrfamilienhäuser verbrauchen. Und das fände ich ganz interessant. Und das würde ich mal mit einbringen. Und dann sollte man sich über die Anreizmodelle unterhalten. Und wenn Sie ein Zweifamilienhaus haben und sind, sage ich mal, irgendwann mal 70 Jahre alt, sind nicht alle 70, aber angenommen, Sie sind 70 Jahre alt, dann überlegen Sie sich sehr genau, ob Sie 100.000 Euro ausgeben, um dieses Haus zu dämmen und auf einen Passivhausstandard zu bringen, was aber dann der Zukunftsfähigkeit des Hauses natürlich, des Hauses, guttun würde, aber Ihrer eigenen nicht, weil Sie ja vielleicht nur noch 20 Jahre leben. Und deshalb ist Wohnungswirtschaft, die 20% hier auf der Liste, ein guter Ansprechpartner, um voranzukommen. Aber um die Energiewende im Wohnungsmarkt zu schaffen, brauchen wir die anderen 80 auch. Und dazu haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich fürchte auch, dass wir das heute nicht mehr gelöst bekommen, das ganz grundsätzliche Problem. Ich habe aber noch Wortmeldung. Eine Sekunde. Ja, Norbert Böhmer, Bürgerinitiative Saubere Luft. Ich habe eine ganz praktische Frage. Ich bin Mitglied einer Wohnungsgenossenschaft und mich würde eigentlich interessieren, welche Möglichkeiten jetzt meine Genossenschaft hat, sozusagen mit ihren Dächern, die sie ja hat, auch in Sachen Energiewende weiter einzusteigen. Also sie macht Dämmung, sie macht auch Fernwärme und so weiter. All das, was macht sie mit den Stadtwerken zusammen, soweit okay. Aber soweit ich das mitgekriegt habe, gibt es große rechtliche Probleme, zum Beispiel steuerliche, dass die Genossenschaft sozusagen selbst als Energieerzeuger mit ihren Dächern einsteigt. Also da würden mich mal einfach ein paar praktische Beispiele interessieren. Darf ich da sofort drauf? Ich würde gerne erst sammeln, weil wir müssen jetzt auch ein bisschen auf die Zeit achten. Wir müssen spätestens in 10 Minuten hier raus, weil die andere Gruppe ja auch hier rein will. Das sind diesmal nicht wir. Also deswegen würde ich jetzt gerne erstmal nochmal sammeln. Frau Dr. Stab. Ich wollte nur eine kleine Berichtigung vornehmen. Diese 20% sind die Häuser, aber das ist nicht der Wärmebedarf, 20%. Also das ist wichtig, weil ich bin da auch ein bisschen drauf reingefallen. Wir haben nämlich in Düsseldorf errechnet, dass wir nur 8% der Häuser mit Fernwärme erzeugen, mit Fernwärme versorgen, aber immerhin 17% der Wärme. Da muss man ganz genau hingucken. Das sind ja meistens die großen Häuser, die dann eben auch professionell verwaltet werden. Ich würde sagen, da steckt mindestens 40% der Wärme dahinter. Wichtiger Hinweis. Ganz kurz noch zu dem langen Beitrag, wir sollten die Häuser messen, nicht die Häuser verbrauchen die Energie, sondern die Nutzer. Die Nutzer gehen um den Faktor 2 bis 3 auseinander in einem Haus, das ist nichts Neues. Ich selber messe mit einem Wärmemesser, was ich verbrauche, ich bin hochinteressiert an diesen Themen. Ich habe alle möglichen Scherze da eingebaut, das macht man so in unserer Branche. Aber versuchen Sie doch nicht, 98% der Leute, die sich für Klimaschutz einen Käse interessieren, nämlich wenn es ums Praktische geht, interessiert die das also nicht mehr, davon zu überzeugen, dass sie unbedingt eine bestimmte Wärmemenge haben. Und das tun die nicht. Insofern bringt Ihnen das gar nicht weiter. Das ist natürlich, wenn Sie sowas machen, wie Frau Stark das vorgeführt hat, müssen Sie natürlich für jede Kalkulation, aber da genügt ein relativ grober Ansatz, wissen, was ungefähr gebraucht wird. Und den Rest sehen die Leute an ihrer Heizkostenrechnung. Und vielleicht ist die ja lehrreich, aber meistens nicht mal das.
den meisten gebe ich Ihnen recht, aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir da 15 Millionen Wohnungen, die Geschosswohnungen sind, die sind Teil der 80% und das ist schon fernwärmelastig. Genau, und dann noch mal 3,5. Also das sind so 40% nochmal von den 80%. Deswegen. Ich denke, mit der einen Maßnahme werden wir sowieso nicht die Lösung für ein hochkomplexes Problem finden. Herr Dick, Sie haben jetzt noch einmal das Wort und dann schließe ich gleich ab. Ich will jetzt auf Ihre Frage mit den Genossenschaften eingehen. Die Genossenschaften können viel tun, vor allem auch ihre Dächer als Energiekraftwerke zur Verfügung stellen, wenn wir jetzt über die Solarenergie uns unterhalten. Man muss sich nur von einer Sache lösen, dass man das selbst betreibt und dass man das selbst abrechnet und dass man selbst sich in die Genossenschaft diese Gewinne einfährt. Da kriegen wir also steuerrechtliches Problem. Wir haben bei uns in meinem Bürokreis das mit einer Energiegenossenschaft gelöst. Die sind für die Energieerzeugung zuständig, die mieten bei uns das Dach für ein geringfügiges Entgelt. Das ist für uns jetzt nicht das Wichtigste. Und die realisieren, die betreiben. Daneben steht die AVO, die das alles im Netz entsprechend verteilt mit ihrem Grundstromtarif. Die Genossenschaften können da viel, viel tun. Die müssen sich öffnen. Und die Probleme, die sind heutzutage eigentlich alle schon aus der Welt geschafft, wenn man sich von der Vorstellung löst, ich mache das und es geht nur noch über meine Wirtschaftlichkeit und ich rechne ab und ich fahre die Gewinne ein. So wird es nicht gelingen, weil Genossenschaft ist eine Wohnungsgenossenschaft. Ein anderes Denkmodell. Und dann funktioniert es. Und die Mieter und auch bei uns in meinem Bürokreis haben schon viele Genossenschaften das auch schon umgesetzt. Die sind glücklich, dass die das haben. Die sind auch stolz, dass auf ihren Dächern die entsprechenden Solarzellen angebracht sind. Das Bild verändert sich. Und da kann ich nur sagen, versuchen Sie die Fragen zu lösen intern. Herzlichen Dank.